Anton hütet den Hof und Tamme reist mit Frau Carmen nach Australien. Hier wollen die zwei die berühmteste Jockey-Oma der Welt treffen. Doch heute geht es erst einmal nach Bidadaba. Bidadaba liegt nahe der Ostküste und ist die zweite Heimat von Auswanderer Ulrich Klatte. Ein sehr erfolgreicher Springreiter und Pferdezüchter. Die Warmblutzucht, die Ulrich in Down Under aufgebaut hat, gehört mittlerweile zu den Führenden des Landes. Und damit das auch so bleibt, soll Tamme heute mal nach seinen Sorgenkindern sehen. Hallo. Hallo, hallo. Lange Reise. Ja. Ulrich Klatte. Carmen, hallo. Hallo. Hallo, ich bin der Stefan. Stefan, Ulrich Klatte. Und alles ist der Tamme. Wie geht's? Moin. Moin. Das ewig hier. Wo geht die da? Ja. Design her. Ja. Im Großen und Ganzen, die Pferdehaltung ist jetzt ziemlich gesund, weil man kann die Pferde ganzes Jahr draußen lassen. Wir brauchen im Winter nicht einstellen. Jetzt haben wir Februar, ist natürlich sehr heiß. Für die ganzen Knochenaufbildungen ist das ein Vorteil. Die bewegen sich immer. Aber es kann auch vorkommen, dass sie sich mal in der Weide rumspielen und Spagat machen oder irgendwo, was weiß ich. Ja, logisch. Und da sind so viele Sachen, die normal Spätlicher nicht erkennen kann. Ne? Und da kommen dann Spezialisten wie du wieder in Frage. So ist es. Insgesamt besitzt Ulrich 90 Pferde. Zwei davon sind nicht ganz fit. Ich habe eine Vollbestute, die würde ich auch gern reiten und für vielseitig ausbilden. Aber die hält ihren Hals immer ganz komisch. Und ich weiß nicht, was das ist. Das möchte ich gerne, dass du die anguckst. Dann haben wir eine kleine, junge Stute, die ist hinten nicht ganz klar. Aber es scheint nicht unterm Sattel nicht in Schmerzen zu sein. Ne? Du greifst das Pferd und ich arbeite los. Okay, gut. Die Stute mit dem schiefen Hals wird gleich noch Tammes ganzes Können fordern. Doch zuerst führt Ulrich ihm sein anderes Problempferd vor. Siehst du was? Vorne rechts Ausfallschritt. Da außen weg. Ja, Tamme, drei ist oben über rechts. Carmen, jetzt wird's ernst. Also die ist sehr brav und anständig und gerade angeritten, junges Pferd, aber geht hinten nicht ganz gerade. Bisschen kurz auf einer Seite hinten und wir wissen nicht genau, weil sie springt gut, sie macht alles, aber ist ein bisschen ungleich. Ne? Muss man mal gucken, was Tamme dazu meint. So, einmal ein Stück hin. So, wir sehen jetzt eine vollständig ausgelagerte Gruppe an der rechten Seite. Wir sehen die lange abfallende Gruppe an der linken Seite. Wir sehen da die passende Hufstellung innen zu tief zu. Dann haben wir vorne eine Schulter, die sich auffängt und an der rechten Seite, die nach außen tritt. Also die überlastet ist im Moment. Hier haben wir eine diagonale Fruchtfolge, ui. Rechts vorne auf links hinten, kombiniert mit einem Halsproblem. Und dadurch machen wir das Pferd gleich wieder gerade. Jetzt sagt sich einer, hallo, bin ich mir wirklich sicher? Habe ich so schnell alles gesehen? Habe ich so schnell geguckt? Dann macht man noch einmal einen Sicherheitscheck und lässt zurücktreten. So. Ihr müsst jetzt aufpassen auf das rechte Hinterbein. Das ist das, wo weiß dran ist. Das sage ich jetzt für die Frauen, weil die immer noch mal ein anderes rechts und links kennen. So, und zurück. Auf geht's. Zurück. Und komm. Komm. Und immer der kurze. Komm. Er will nicht gerne zurück und ist immer ungleich beim Hinstellen. Und das wollen wir ihn jetzt abgewöhnen. Und gleich können wir rückwärts laufen wie eine Eins. Kann man mit ihrem Geschäft einparken, nicht? Rückwärts. Zack. So, man sieht die Beweglichkeit.
Jetzt lösen wir den Atlas. Locker, Schätzlein. Hat ihn. Die Halswirbel waren erst der Anfang. Startfrei für den Einrenkmarathon. Dein Gelenke länger nicht dort gearbeitet haben, wo sie hingehören, bilden sich kleine Gasblasen. Und das ist das, was wir an Knacken eigentlich hören. Wenn das der Knochen wäre, dann würden wir Knochenhautaufreibungen und dergleichen produzieren. Das würde dem Pferd ja nicht so behaglich sein dann. Dieses Pferd wird gleich auch deutlich spüren, dass es besser wird. Und hier, ihr nehmt ihn einmal. Wir müssen jetzt erstmal wieder unsere kleine Übung machen. Komm hier, Schätzelein. Er muss einmal wieder untertreten. Prima. Komm her. Komm mit. Und er tritt hier auch mit unter. Sehr gut. Jetzt sollen wir einmal sehen, ob wir das begreifen. Ganz vorsichtig. Probier mal. So. Und dann lässt man den mit dem Bein nach hinten jetzt mal ruhig mal ein paar Sekunden länger stehen. Weil diesen großen Schritt, jetzt steht er in den Hebel drin, wo es sonst weh tat. Jetzt nehmen wir den anderen, jetzt belastet er und pausieren wieder. Und jetzt gehen wir zurück, nochmal. Und jetzt, man sieht Vollblut drin. Er hat kein Problem mehr beim Rückwärtsgehen. Dieses Pferd ist intelligent, begreift alles viel, viel schneller. Man konnte sehen, jetzt in dem Falle, wie sich das Pferd verändert hat. Und auch beim Rückwärtsgehen besonders. Ne, dass, ich hatte vermutet, irgendwas stimmt da nicht. Und ich bin mir da auch wohl sehr sicher, dass der Tamme das jetzt repariert hat. Und es freut mich sehr, dass wir jetzt der Stute geholfen haben. Wieder einmal hat Tamme ganze Arbeit geleistet. Und zum Dank gibt's ein Küsschen. Bist du lieb? Ja, fein, magst du das? Fein hier, so, ne? Bist du jetzt Haare weiden? Lieber nicht an dieser Stelle, da sind sie sowieso knapp. Da sind sie sowieso knapp, du. Für Tamme wird es Zeit, sich von seiner Freundin zu verabschieden.